so wahrscheinlich, weil die einfach so lange unterwegs sind. Was sagt der Fahrplan? Ja, das sind 2 Jahre. Also müssen wir auch einkürzen. Wo haben die denn ihr Ziel? Hier oben. Ob das dann kürzer ist, wenn man die einfach hier unten mit hinfahren lässt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Obwohl das schon, ja, das müsste schon deutlich kürzer sein, die Strecke. Hier oben und hier, wenn die dann von hier losfahren. Hier gibt es halt auch nicht. Hier unten wäre ein Sägewerk, hier wäre ein Sägewerk. Und dann müsste man dann die Runde hier rumbauen. Akzeptieren die hier unten? Die akzeptieren Holz. Die würden auch hier runterfahren können. Wir probieren das einfach mal aus. Haben die Shared Orders? Ja. Dann fahren die jetzt einfach hier runter. Oh, hier werden auch Waren transportiert. Das müsste der sein, ne? Genau. Dann wird natürlich möglicherweise die eine Haltestelle da ein bisschen useless, aber... Sind ja jetzt schon vorbei? Ja, sind sie, aber die neuen Züge fahren jetzt auf jeden Fall dorthin. Oder müssten. Gucken wir mal, ob das irgendwie was bringt. Holz ist aktuell bei minus 20 Millionen knapp. Können wir uns das merken, die Zahl? Keine Ahnung, so haben wir noch Holz. Hier. Hier ist bloß Getreide und Vieh. Hier innen drin war irgendwo noch was. Ne, hier. Aber hier war das Problem, dass... Ach so, das eben nicht. Ich könnte dir einfach... Wenn ich die hier rauslenke, dann hätte ich hier nämlich gleich eine Möglichkeit, hier mit Waren zu versorgen. Wie gesagt, das wird eh so sein, dass wir die Waren als letztes dann nachziehen. Oder konnte ich mit denen auch andersrum fahren? Wo waren das jetzt? Hallo. Hier, da müsste ich hier hochbauen und eine Kurve bauen. Das ist, glaube ich, jetzt da, wie das so dasteht. Ein bisschen komisch, aber ich finde es eigentlich schon besser, wenn man irgendwie hier drüben noch was hätte. Wenn die hier rumfahren würden, aber hier, na gut, hier könnten sie. Ist auch noch Holz. Na gut, da könnte man dann die beiden irgendwie zentral, keine Ahnung, zu dem hier vielleicht fahren lassen. Würde ich jetzt mal so festlegen. Oder hatte ich einfach hier unten das schon gebaut, damit die das nicht irgendwann mal abreißen hier, das Ding? War das deshalb? Ich weiß es nicht mehr. Das war jetzt einer der ersten Holzzüge, die jetzt hier, glaube ich, abgeliefert haben. Man sieht jetzt aber nur, du musst halt erstmal deinen Fahrplan anpassen, aber wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt nicht so reinreißt. Wir machen das jetzt, wir bauen jetzt, wo war das hier? Das Ding hier, warum ist der eigentlich immer auf normale Strecke? Kein Güter. Teil soll ja mehr Verlust machen. Das ist die Anweisung. Und ich denke mal in der, was ist das jetzt, siebten Staffel, in der kommenden, da wird es dann solche ausschweifenden Strecken sehr wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Das wird dann eher so ein bisschen auf Effizienz getrimmt. Es kam auch noch der Hinweis von,
kann man ruhig sagen, von Norman Brücken und Tunnel zu entfernen, weil das ja sonst immer die Züge bremst, wenn die dann warten müssen. Aber ich denke mal, das kann man lassen, weil wenn der dann hier mal kurz wartet, ich glaube, das schlägt jetzt nicht sehr groß ins Gewicht, würde ich sagen. Jetzt haben wir natürlich hier den Spaß, dass wir irgendwie hier die Kurve kriegen müssen, nicht? Und das ist natürlich einfach hier rum. Das ist ein No-Brainer, wie man so schön sagt, genau. Bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Da kann es nämlich sein, dass manche Streckenabschnitte vielleicht gar nicht mehr befahren werden. Kohlebergwerk schließt in dieser langen Stelle. Ja, die spannende Frage, wird das jetzt hier anzubinden, wenn jetzt hier noch die Tunnel kommen. Na gut, hier kann ich einfach bloß geradeaus rumbauen. Dann machen wir erstmal die eine Strecke. Na gut, hier kann man ja dann hier so drüber abkürzen. Dann wird das da halt nichts mit der Bebauung an der Stelle. Natürlich hier Humbug. Ja, das ist noch mehr Humbug. Bisschen Konzentration hier bitte. So, da können die nämlich erstmal dort hochfahren. Das müssten sie ja schaffen in einer zumutbaren Zeit. Wie mache ich das jetzt hier? Ein paar zwei Brücken drüber. Ja, wird wahrscheinlich jetzt nicht anders funktionieren. Obwohl, na gut, die Richtung brauche ich ja eigentlich nicht mehr, oder? Ach nee, hier waren. Nee, das sind bloß LKWs. Stimmt, die Richtung brauche ich ja nicht mehr. Da brauche ich ja bloß die eine Brücke dann. Das heißt, ich kann jetzt auch hier so blind drüber bauen. Ich muss das natürlich eine Zeit lang stehen lassen, falls Züge da noch in die Richtung fahren. So, dann mal hier das noch die Lücken füllen. Ja, ist das zwar nicht schön so, aber dann ist da. Obwohl, eigentlich ist das ja, bleibt das ja den Zweierabstand, ne? Kann man es eigentlich auch so lassen. So, du hältst mal kurz an und fährst ab sofort. Da hoch. So, dann müssten noch alle automatisch. Achso, warte mal. Na gut, die müssen es aber alle automatisch jetzt realisiert haben. So, die biegen jetzt alle jetzt hier hoch ab. Jetzt machen wir es noch für die andere Richtung. Dann könnte man wahrscheinlich hier auch dann für diese ganzen Städte hier die Waren abgreifen. Ja, das wird natürlich jetzt toll hier. Wie macht man das jetzt? Steht durch ein Kraftwerk auch zum Glück überhaupt nicht im Weg. So rausbauen, dann ist dann natürlich das Signal dann weg, der Signalabstand im Eimer, aber
Aber es ist dann halt so. So, und wie komme ich jetzt hier hoch? Müsste ich eigentlich genauso machen. Hier hinten ausfädeln. Hier ist natürlich das Kraftwerk im Weg. Oh. Da komme ich auch nicht vorbei. Spiel, wenn du gut drauf wärst, sein würdest, dann würdest du das jetzt einfach abreißen, das Kraftwerk. Ja, dann müssen wir jetzt mal hier mal improvisieren. So, das Gleis hier rum. Brücke drüber, scharfe Kurve. Siehst du, das würde eigentlich genau passen mit diesem blöde Kraftwerk. Ich kann es leider nicht abreißen, das geht nur mit dem sogenannten Magic Bulldozer Tool. Ach, ist das dumm. Dann müssen wir es halt erstmal auf hässlich machen. So, hier kommen schon die ersten an. Das ist halt von hier unten eine deutlich kürzere Strecke, wie schon gesagt. Wir haben schon wieder 50 Millionen, wir müssen noch einiges gut machen von dem einen Baufail, den wir da hatten. Dann machen wir es jetzt mal anders. Aber das geht, glaube ich, auch nicht, weil die Häuser am Weg stehen, oder? Dann reißen wir das Signal ab, dann gleicht sich das aus. Und wenn vielleicht das Kraftwerk da dann irgendwann mal wegfällt, dann können wir das hier ein bisschen schöner bauen. So.